Und hallo. Oh ja, guten Abend. Ich habe letztens leider vergessen gehabt, noch einiges von meiner Wurfsammlung zu zeigen, weil ich nicht mehr wusste, wo das abgeblieben war. Ja, ich habe nämlich gedacht gehabt, ach du meine Güte, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, das und das vorzustellen. Ja, ganz besonders meine eines wichtigsten Dinge sind auch mit dabei. Also, dann zeige ich euch direkt, was ich noch vergessen hatte. Also, ich habe generell auch T-Shirts von Wölfen gekriegt. Also, ich weiß nicht, ob das so gut zu sehen ist. Hier sind so eine schöne Wölfe drauf. Also, hier ist einer, hier ist einer und da ist einer. Ein bisschen dunkel, ich weiß. Ist aber besser, so Gewicht zu sehen. So. Ja. Dieses hier habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Ein blauer Eisditter. Ja. Und den wenigstens den Umriss, dass das einer der blauen ist. Also ihr seht da eigentlich gar nichts drauf. Wollte euch nur sagen, dass ich leider nicht alle Wolfstiere gefunden habe, aber ich habe einige gefunden. Ich habe eigentlich fünf Stück, wie ich weiß. Ja, fünf Stück, eins ist gerade nur verschwunden. Hier ist eins, was hier dunkel leuchtet. Also das ist sowas ähnliches. In der Mitte ist ein großer Wolf, also der kleine Wölfe und alles. Ich finde es doof, dass man das nicht so großartig sieht. Ja, so ungefähr. Ein bisschen vielleicht. Wie gesagt, eins davon hat ihr gefunden. Das ist auch so eins wie das hier. Die leuchten im Dunkeln. Ja, keine Ahnung, wo es abgeblieben ist. Und von denen, die ich dir davor gezeigt habe, nicht das von meiner Freundin. Das andere, da habe ich zwei von. Also gehört das hier noch mit zu. Die sind eigentlich alle recht dunkel. Also hier ist ein Kopf, Wolf, hier unten noch Wölfe. Aber recht cool, will ich sagen. Ja. Etwa die zwei mit das und das andere, wo unten was draufsteht. Da steht Zoo Berlin. Da habe ich aus dem Zoo mir so praktisch gesehen gekauft gehabt. Zusammen mit den beiden Wölfen, die da hinten stehen, also mit den Plüschis, die ich euch schon vorgestellt habe. Und das eine Buch, Willkommen Wolf, also das ganz dünne mit dem Grauwolf drauf. Also dieses habe ich. Ein Wolfsrick. Also der gefällt mir praktisch immer sehr gut. Ja. Außer, also ich verstaune hier drin. Außer das habe ich noch, naja, so gesagt, fünf Wolfsketten. Ich bekomme vielleicht dieses Jahr meine sechste. Mal gucken. Ich habe mir eine gewünscht mit einem Mondamulett und der da drin einen Wolf hat. Mal sehen, ob ich es dieses Jahr bekomme. Zeigen wir praktisch gesehen. Hier ist einmal. Ich gehe mal gucken, ob ich das besser zeigen kann. Oh. So ist besser, glaube ich. Also diese Ketten und so sind mein kompletter Stolz mit meiner Sammlung eigentlich generell zusammen. Ich würde die, so gesagt, niemals weggeben. Wirklich. Denn den hier, den habe ich aus Berlin, nee, aus Eberswalder Zoo.
Der ist eigentlich noch recht neu, der hier. Ja. Den habe ich von meinen Eltern so einen Geburtstag gekriegt. Den hier, obwohl ich mir damals generell bis heute nicht sicher bin, ob das überhaupt ein Wolf ist. Ich habe eigentlich gedacht, das ist ein Vierfraß. Mir wurde aber gesagt, das ist ein Wolf. Mit blauen Augen. Also Saphira. Also hier ist ein Knoten drinne, weil der Band kaputt gegangen ist. Da muss ich mir erstmal ein neues Band besorgen. Und das habe ich, wie gesagt, glaube ich, wenn ich es gesagt habe, von meiner Freundin. Also die in Eberswalde wohnt die eine. Und diese hier ist von meiner anderen Freundin. Das ist meine erste Wolfskette überhaupt, das hier. Ja, das ist meine erste überhaupt. Wenn man es erkennen kann. Naja, eigentlich. Das ist das Einzige, was ich euch noch zeigen wollte. Ich habe eigentlich sehr viel Wolfszeug, wie ihr in letzter Zeit gesehen habt. Also das ist generell so gesagt ein Special für die Wolfssammlung, weil ihr wisst, ich hab's vergessen. Sorry, ich weiß, ich bin Dussel. Und ich hoffe, dass ich euch irgendwann mein anderes T-Shirt noch zeigen kann und meine neuen Gegenstände von Wolf irgendwann. Ich werde aber erstmal wieder ansammeln. Na denn, bye bye. Und aus.